Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einer kleinen Ergänzung zu unserer letzten Fahrt auf der U7, wo wir am Bahnsteiganfang Bayerischer Platz ja mit einem Notsignal, mit einem SH0 konfrontiert worden sind. Und das würde ich ganz gerne mal mit euch nochmal durchsprechen. Ich habe versucht, das nochmal zu rekonstruieren. Bin da also zweimal im komplett gleichen Szenario mit einem Zip und Zap nochmal hingefahren. Und diese Situation ist nicht eingetreten. Alles grüne Welle, alles wunderbar. Also habe ich mich entschlossen, so ein bisschen was zu konstruieren für euch, damit wir so ein paar Themen besprechen können. Das erste ist, was mache ich? Ich habe natürlich mit dem SH0 nicht gerechnet. Noch, dass es irgendwie in der Simulation auftaucht oder dass ich damit konfrontiert werde. Und hätte auch ein bisschen anders reagieren müssen. Man hat da ab und zu mal ein rotes Signal gehabt, ein HP0, wenn zum Beispiel die Stellwerke nicht richtig programmiert waren. Da war auch teilweise die Fahrsperre nicht scharf gewesen, dann ist man halt dran vorbeigezuckelt. Aber wir wollen es ja richtig machen. Und deswegen habe ich hier mal ein bisschen was konstruiert. Wie gesagt, das, was ich jetzt mache, alles experimentell, entspricht nicht den Vorschriften. Ich habe jetzt kein Ziel scharf geschaltet, damit wir vorne ein HP0 haben. Also wir brauchen jetzt mal ein zeigendes Signal. Dann gucken wir, wie wir damit umgehen und dann gibt es noch eine kleine Signalkunde. Okay, also was machen wir, wenn wir eines HP0s ansichtig werden? Wir machen Folgendes. Wir tun es mal so, als wenn wir auf der freien Strecke wären. Und lösen erstmal unseren Federspeicher. So, schuldig, hier war ein kurzer Break, weil die Federspeicherbremse gerade ein bisschen gespackt hat. Okay, wir tun jetzt so, als wären wir auf der freien Strecke wären und auf einmal taucht ein HP0 auf, also quasi ein rotes Licht am Hauptsignal. Was machen wir? So, wir fahren und fahren und fahren. Und jetzt sehen wir, oh, HP0. Also Fahrstrom weg und reißen erstmal den Bremshebel komplett bis nach hinten durch in die Schnellbremsstellung. So, dann gucken wir erstmal an, womit haben wir es zu tun. Und zwar dieses Signal ist ein sogenanntes Stellwerkssignal. Das heißt also, es wird von einem Weichensteller in einem Stellwerk bedient, beziehungsweise ist an diese Leitstelle der BVG angeschlossen. Da wird ja mittlerweile alles zentral ferngesteuert. Also ich habe da ein Stellwerk da dran, formulieren wir es mal so. Wenn ich über ein Stellwerk, über ein Signal rübergefahren bin, dann kriege ich natürlich erstmal eine Fahrsperrenauslösung. Haben wir jetzt hier nicht, weil wir rechtzeitig vor dem Signal angehalten haben. Werden wir jetzt rübergesimmelt, wie es ja im Fall Bayerischer Platz bei mir passiert ist, dann hätten wir hier eine Zählwerksnummer generiert. Und zwar gibt es hier zwei Zählwerke im Zug. Das ist so ähnlich wie bei der S-Bahn, gibt es sowas Ähnliches. Und zwar zwei Zählwerke, einmal für gewollte Vorbeifahrt und einmal für ungewollte Vorbeifahrt. Es steht hier bloß 1 und 2 dran. Ich gehe mal davon aus, dass das mit der niedrigen Zahl, ich glaube, das ist hier 378, die ungewollte Vorbeifahrt ist, weil das kann passieren, dass man über ein Signal drüber sammelt. Sollte nicht passieren, aber passiert. Und dass diese höhere Zahl hier die gewollte Vorbeifahrt ist, zum Beispiel im Sinne von Störungen. Jede Nummer, die hier generiert wird, muss der Fahrer im sogenannten Fahrsperren-Zählwerkbuch nachweisen. Da wird erstmal die Nummer eingetragen. Da gibt es einen Spalter für gewollt und für ungewollt. Und da muss er den Grund eintragen. Ganz, ganz wichtig. Okay. Wie gesagt, wir haben hier ein Stellwerkssignal. So, und wenn ich an einem solchen Signal vorbeigesimmelt bin, muss ich natürlich Stellwerk anrufen bzw. die Leitstelle und sagen, was passiert ist. Der klärt das dann auf. Also im Falle vom Bayerischer Platz, wo wir ein quasi ein Notsignal aktiviert haben, wird er natürlich erstmal aufklären, was da Phase ist. Und wenn dieser dieser Grund nicht besteht, weil da irgendein Idiot das gezogen hat, dann wird das zurückgesetzt und im besten Falle kriege ich dann irgendwann ein grünes Signal. Falls nicht, muss mir der Stellwerker halt die Vorbeifahrt an haltzeigenden Signalen gestatten. Das betrifft alle Signale, die ein solches Mastschild haben. Also rotes Mastschild, das ist so ähnlich wie ein weißes Mastschild bei der großen Eisenbahn, gemäß Eisenbahnbau- und Betriebsordnung. Die U-Bahn fährt ja hier nach Beo-Strapp, das ist ein bisschen was anderes, ja eine
Straßen- bzw. Stadtbahn. Also jedenfalls, rote Tafel heißt Stellwerkerfragen. Dann gibt es Signale, da habe ich nur eine Bezeichnung dran, aber kein rotes Mastschild. Das sind sogenannte Selbstbox-Signale. Da kann ich als Fahrer, wenn ich keinen offensichtlichen Grund erkennen kann, an diesem Signal auf Sicht vorbeifahren, muss aber sozusagen eine gewollte Vorbeifahrt eintasten. Und zwar geht das mit dieser Taste Fahrsperre. Das trifft auch auf Hauptsignale zu. Wenn der Fahrensetter oder der Stellwerker mir das gestattet, kann ich hier unter bestimmten Bedingungen dran vorbeifahren. Okay, dann machen wir das mal so. Wir tun es mal so, als wenn wir aus irgendwelchen Gründen ist das Signal falsch und der Stellwerker sagt uns, kannst dran vorbeifahren. Dann gibt es folgende Bedingungen. Maximale Geschwindigkeit sind, glaube ich, 15 oder 20 km/h. Auf jeden Fall definitiv nicht schneller als 20 km/h. Das heißt, den legen wir erstmal in die allererste Stellung. Und zwar 15 km/h. Ich möchte mich hiermit ausdrücklich bei sämtlichen Schaltwerkszügen entschuldigen, die ich mit dieser Stellung beim Rangieren geknechtet habe. Da gab es auch einen netten Hinweis. Diese Stellung 15 ist wirklich nur konkret für diese Fälle, dass wir uns mal an so einem Haltzeigensignal vorbeipirschen müssen, weil diese Stellung ist nicht gut fürs Schaltwerk, weil das permanent rödelt und regelt. Also wie gesagt, Rangieren 25, also eine Raste weiter. Aber wir fahren in dieser Stellung 15, das ist wirklich nur explizit für diese konkreten Fälle. Okay, dann machen wir den Zug mal fahrbereit, lösen unsere Bremse aus. So, wenn wir an ein wahrgenommenes Haltzeigensignal ranfahren, stehen wir natürlich ein bisschen dichter dran. So, und dann machen wir Folgendes. Während wir mit maximal 15 bis 20 km/h an diesem Signal vorbeifahren, drücken wir oder halten wir die F1-Taste, das ist die Taste, mit der ihr die Fahrsperre ein- und ausschaltet, gedrückt. Und dann bekommt ihr keine Zwangsbremsung. In dem Moment, wo ihr schneller zum Beispiel seid oder ihr lasst die F1-Taste los, bevor ihr rüber seid, dann kriegt ihr ohne Zwangsbremsung. Okay, also, wir sind soweit. Bremse ist gelöst. 15 km/h ist eingestellt. Dann setzen wir uns mal in Bewegung. Fahren erstmal ein Stück an das Signal ran. Ja, das Schaltwerk quält sich schon wieder. Tut mir sehr leid. So, halten nochmal an. Na. So, dann geht's los. Wir drücken die F1-Taste und fahren sachte am Signal vorbei. Und siehe da, keine Zwangsbremsung. Wenn ihr vorbei seid, dann könnt ihr auch die Taste, die F1-Taste wieder loslassen. Das soll reichen. Wir bleiben ja wieder stehen. Also so funktioniert das, wenn ihr wirklich mal ein Haltzeigensignal habt und ihr wollt keine Zwangse bekommen, dann drückt die F1-Taste gedrückt halten und mit schmaler Geschwindigkeit drüber fahren. So, wartet mal eine Sekunde, ich schlag mal kurz nach. Gibt nämlich ein paar schöne Seiten, die kann ich euch auch gerne verlinken in der Infobox. Wie wir an diesem... Genau, maximal 20 km/h Vorbeifahrt an haltzeigenden Signalen, wenn Erlaubnis vorliegt. Okay, dann soll es das für dieses Video gewesen sein, so als kleiner Nachtrag. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, war für euch vielleicht eine interessante Information dabei. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.